Wir Anime-Fans sind seltsame Gestalten. Wir sind sehr seltsam. Guckt uns an. Wir tragen solche Sachen. Wir kaufen so einen Merch. Wir sehen so aus. Und in diesem Video werden wir zusammen alle Fakten durchgehen. Alle Typen durchgehen. Nicht alle, ich habe schon mal ein paar Typen besprochen. Die wichtigsten Typen durchgehen. Und auch zugleich die schlimmsten Typen durchgehen. Ich habe also für dieses Video 5 Arten von Anime-Fans vorbereitet, die ich euch heute vorstellen werde, die einfach zu traurig sind. Fangen wir einfach an. Können wir kurz über den Typen sprechen, der einen Harten bekommt? Bei japanischen Namen schon? Sobald er japanische Namen hört, kriegt er einen Harten. Ich schwöre, sobald Nokia nur hört, Nokia, Sony Ericsson, beleidige seine Mutter, beleidige seine Familie, aber sobald du ein Anime auf Deutsch schaust, todfrei. Hey, was geht, Bro? Oh, hi, yo. Ich spiel gerade eine Runde Summoners War. Untertitel, nicht schon wieder. Bitte sag mir, du hast den Jujutsu Kaisen Film gesehen. Oh mein Gott. Der war anders. Der war krank, der war anders. Oh mein Gott. Junge, Gojo auf Japanisch macht meine Nippel anders hart. Der Geile! Anders hart. Junge, die Szene hat mich komplett auseinandergenommen. Pass auf, pass auf. zeig mir. Hör zu, es wird so krass. Sphärenentfaltung. Die endlose. Warte, die Szene war. Komm bloß nicht wieder in meine Nähe. Der Laptop war neu. Ich dachte, ich kenne dich. Meine Ryu-Kentai-Kollektion. Hör mir zu, oder wie Sasuke jetzt sagen würde, watashi no watashi o kite kudasai. Du meinst wohl Sasuke? Halt dein Mund! Deutsche Anime sind Müll. Japan steht über jeden. Was ist mit Drake und Josh? Über jeden! Dein Geschmack ist dreckig und ich will dein Geld. Mein Geld? Dein Geld. Gib mir alles. Hast du Summoner's War auf dem Handy? Summoner's War? Her damit, ja, du hast es nicht verdient. Okay. Okay. Und jetzt sag mir, wo deine Freundin wohnt. Was? Deine Freundin, wo wohnt sie? Der Manga-Leser ist irgendwie ein mythisches Phänomen. Irgendwie so ein Wesen, das man irgendwie, man kennt einen davon. Die Story schon im Manga vor 20 Jahren. Er hat Light Novel gelesen, er hat alles gelesen, dieser Mann. Er weiß sogar schon Bescheid, bevor es der Mangaka selber weiß. Das Ende der 2. Staffel von Demon Slayer. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Junge, was war das? Was war das? Oh, shit, ich darf nichts verraten. Ich liebe Tengen. Ich liebe ihn. Junge, Nezuko ist ja mal komplett OP. Was ist mit der los? Wenn die wüssten, ich muss die Schnauze halten. Ich muss. Das sind meine Freunde. Wir haben so viel durchgemacht. Wenn sie wüssten. Nein, denk an ihre Familien. Sie werden sie vermissen. Oh mein Gott. Bro, wie fandest du das, die 2. Tanjiro bekommt Brüste! Was? Was? Sorry. Nice. Ich verstehe bis heute nicht, wie man Team L sein kann. Light ist doch 5-mal cooler. Bro, ich bin 27. Wir reden die letzten 10 Jahre nur über Death Note. Death Note ist ein Klassiker. Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, du kennst nur diesen einen Anime. Komm schon, das stimmt doch auch nicht. Evangelion, Cowboy Bebop, Dragon Ball, One Piece. Einer aus den letzten 5 Jahren. Ist der? Akira! Der ist 22 Jahre alt! Nur weil der in der Zukunft spielt, heißt das nicht, dass er in den letzten 5 Jahren... Guren Summer Bebop. Du hast den gerade erfunden. Nein! Erfunden! Ja, okay! Ich komme einfach nicht mehr hinterher, ich check gar nichts mehr. Attack on Kaisen da, Jujutsu Slayer hier, Redo of Titan dort, ich spiel nichts mehr! Ach, Bro. Nimm meine Hand. Mein Bruder. Okay, ich will ehrlich mit euch sein, spiel mal auf den Karten. Ich bin der Typ. Ich weiß nicht wieso, ich kann einfach nicht über diese Death Note-Zeit hinwegkommen. Ich schwöre, ich liebe diese ganzen alten Anime. Okay, ist doch nicht schlimm. Nicht alles, was neu ist, muss unbedingt gut sein. Zum Beispiel Summoner's War ist auch schon 8 Jahre alt. Trotzdem noch einer der besten RPG-Games überhaupt. Was wollt ihr von mir? Beste Game, beste Leben, bestes Life. Der Typ ist verrückt. Der Typ hat den schwarzen Gürtel in Multitasking. Dieser Mann, diese Frau, was auch immer, der Typ hat seine Eltern zuletzt 2004 gesehen. 2004, weil er einfach nur in seinem Zimmer ist und 15 Sachen gleichzeitig machen muss. Dieser Typ ist ganz besonders. Zocken, Anime schauen und Snacks ballern zur selben Zeit. Kein Problem für diesen Bruder. Oh, meine Sohn. Ganze Tag spiele diese scheiße Spiele und diese chinesische Cartoon. Was ist das? Was bringen in Leben? Ab heute habe ich Schnauze voll. Nur noch eine Sache erlaubt. Eine! Was? Ich muss mich entscheiden. Anime oder Games? Anime oder Games? Warte mal. Wieso eigentlich? Nicht beides. Das ist es.
Summoner's War. Summoner's War wurde erschaffen aus einem einzigen Grund. Anime-Fans glücklich zu machen. Action, wie sie es nur in Attack on Titan gibt. Eine Grafik, die sogar Studio Ghibli bewundert. Und eine Community so groß und einladend, dass ihr euch wie in der Gilde von Fairy Tail fühlt, nur in Real Life. Bosskämpfe der Extraklasse. PvP-Fights gegen Spieler aus aller Welt. Dungeons so spannend, dass ich aus Versehen wirklich ins Game gefallen bin. Und eine aktive E-Sporting-Szene machen das Game zu dem, was es ist. Liebe mit Sahne obendrauf. In rundenbasierten Zügen stellt ihr euer Team zusammen, rüstet sie mit den richtigen Runen aus und schickt eure Monster an die Front. Trickst euren Gegner strategisch im Death Note-Style aus und können wir kurz diesen unglaublich cuten Pinguin appreciaten? Ist er nicht niedlich? Mit mehr als 100 Millionen Downloads weltweit zählt das Game nicht nur zu einer der erfolgreichsten RPG-Games, sondern feiert es groß sein 8-jähriges Jubiläum. Jubiläumsevents, Rewards und vor allem Spaß warten auf euch. Spieler können Jubiläumsmünzen sammeln durch Aktivitäten und diese dann in legendäre Runen, mystische Schriftrollen, Devilmons und vieles mehr umtauschen. Außerdem werden die zwei neuen Monster Schattenwerfer und Hypno Miau vorgestellt. Ja, so heißt er wirklich. Zusammengefasst die beste Zeit, um mit Summoner's War zu starten. Und das Beste dran? Mit dem Link ganz oben in der Beschreibung könnt ihr euch das Game kostenlos herunterladen und kostenlose Belohnungen und Rewards abstauben. Startet eure Reise, sammelt Monster, was das Zeug hat. Und damit viel Spaß mit Summoner's War. Okay, dieser Typ macht halt gerne YouTube-Videos zu seiner Meinung und ja, er sieht halt meistens so aus. Hallo Freunde, heute stelle ich euch meine Top 5 Lieblings-Anime vor. Platz 5, Sword Art Online. Ich mag den Anime sehr, weil ich eine Figur davon habe und weil da die Schwerter schön spitz sind. Und er ist ein guter Anime, den ich mag. Okay, Platz 2, Zoe 101. Kennt ihr diese Typen, die zu jedem Anime Merch haben, also wirklich zu jedem Anime irgendwas? Ich meine jetzt nicht diesen Typen, diesen Timon-Typen, der buchstäblich sein ganzes Leben gewidmet hat für Anime-Figuren, sondern generell der Typ, der zu allem irgendwas hat. Death Note-Poster, Code Geass-Statue, Summoner's War-Kissen, Bitum Staffel 2 Kondome. Gecheckt, weil die Staffel gibt's gar nicht, von daher hat er auch keine. Okay, sehr ehrlich. Wie findest du Naruto? Gut! Ich verstehe gar nicht, wieso ich erst heute damit angefangen habe. Ja, aber weißt du, man fängt ja immer irgendwo an. Ja, wahrscheinlich. Wie findest du meine Pain-Figur? Ganz cool. Aber hast du nicht heute erst angefangen, den Anime? Okay, wo hast du jetzt genau das Konoha-Stirnband her? Naruto-Handyhüllen? Wo kommen die her? Death Note soll doch gut sein, oder? Ich glaube, ich fange morgen damit an. Death Note, ja. Gute Idee, kannst du auf jeden Fall. Okay, woher hast du das Death Note? Woher kommt das Death Note? Ich hab zwei. Okay, jetzt wird's gruselig. Wo hast du den Totoro her? Du kennst den Anime nicht mal. Übertreib jetzt mal nicht, okay? Ich hab Totoro noch gar nicht gesehen. Das ist eine Spardose. Raus. Okay. Das war's mit der Liste. Seht ihr euch irgendwo? Seid ehrlich. Seht ihr euch selber? Wo würdet ihr euch selber sehen? Was für ein Typ seid ihr? Schreibt's in die Kommentare. Und warum seid ihr der Typ? Und vergesst nicht, Summoner's War zu checken. Mit dem Link ganz in der Beschreibung könnt ihr euch das Game, wie gesagt, kostenlos herunterladen. 8-jähriges Jubiläum. Und in dem Sinne, Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Passt auf eure Chinchin auf, ihr Anime-Fans. Bis dann. Und...